Es ist bald Winter, 21.12. ist Winteranfang und hier sind wir in Idar-Oberstein, Turiano, eine Marke aus dem Tabak-Konzern. Sie werden bei Weinsberg gebaut und sind speziell für den französischen Markt. Mit inkludiert ist bei jedem Wohnwagen die freundliche Beratung von Sabrina Fewinger, der Geschäftsführerin von AMC Schmidt. Ihr seid der größte Doppelachser-Händler für Tabak-Wohnwagen. Jetzt habt ihr Turiano. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, Sabrina. Ja. Wir stellen uns mal davor, das ist ein schnuckeliger kleiner Wohnwagen, den ich so kenne, eigentlich mit einer Heckküche. So oder so ähnlich könnte er gebaut worden sein von Weinsberg. Aber hier ist ganz anders. Hier ist es ganz anders, jawohl. Hier ist es ein Fahrzeug, der heißt jetzt hier in dem Fall Turiano 420. Der hat halt eine feste Dusche eingebaut. Feste Dusche, sagen wir immer, eine Profidusche mit Kunststoffummantelung. Und ja, lasst euch mal überraschen. Ja, etwas ganz Besonderes. Also alles ist anders wie das, was man kennt aus dem deutschen Markt. Unter anderem grobes Hammerschlagblech, also praktisch Rippelblech, was hier da ist. Das ist im Profibereich gesetzt. Also die wollen gar nichts anderes haben, oder? Nee, es ist pflegeleicht, es ist gut in der Handhabung. Das möchten die einfach auch in diesen Fahrzeugen. Wenn es sehr warm ist und sehr kalt, es dehnt sich gut aus, weil die Oberfläche viel größer ist. Das macht wirklich viel aus. Dann hast du hier ein sehr kompaktes Fahrzeug. Oft wird es verwendet als Kinderzimmer für das fahrende Volk. Ja, korrekt. Und auch Leichtbau. Also wir sind hier so ungefähr bei einer Tonne. Bei einer Tonne. So, Länge vom Aufbau ungefähr? Wie gesagt, 4,20. Dann sind wir so ungefähr bei 4 Meter im Aufbau. So, er ist total süß von hinten auch. Der ist keine 2,50, sondern 2,30. Was war der? 2,32. Okay. So, alles ein bisschen leichter, bisschen günstiger nehme ich an. So, das ist jetzt nicht die große Tabak-Klasse, sondern als, ich sag mal, Kinderzimmer optimal, oder? Richtig, genau. So, wir gucken gleich mal rein. Wie kommen die an, die Turianos, bei euch? Sehr, sehr gut, ja. Also wir haben damit angefangen mit den 390 Turiano, mit dem 420 Turiano. Mittlerweile gibt es einen 495, den haben wir ja auch schon mal abgedreht. Kommt super toll an. Hier steht's. Also made bei Weinsberg. Dach ist GFK? Der hat auch ein GFK-Dach, ja. Das sieht man hier vorne. Und das Schöne ist dabei, du hast alles das, was ein Wohnwagen ausmacht, hast du mit drin bei der Größe. Du hast noch keine Toilette, glaube ich, ja? Korrekt. So, bitte zeig mal. Man kann aber übrigens eine portable Toilette problemlos nachrüsten. So, hier alles ein bisschen anders wie bei Tabak. Leichtbau, ja. Leichtbau. Wir sind also bei knapp einer Tonne, oder? Ja. Also der hat jetzt ein Gesamtgewicht von 1,35 Tonnen im geladenen Zustand. Okay, das heißt, er hat noch ordentlich Zuladung? Hat er. So, viele Fahrzeuge dürfen ja nur noch so 1,5 Tonnen ziehen. Das ist ja schon das Maximum, was da ist. Das wäre auch eigentlich ein schönes Fahrzeug für den deutschen Markt, oder? Wenn man das so mal so richtig sieht und wir gleich mal reingucken. Ja, wer keine Toilette braucht und mit einer Dusche zufrieden ist, da schauen wir uns das doch einfach mal an. So, Alco-Chassis. Kann man den noch mehr auflasten? Wird das gehen? Nee, da ist irgendwann ist der Schluss. Komm, wir gehen mal rein. Der Turiano. Also 1,3, dann ist Feierabend. Aber er hat ja speziell diesen Zweck als... Aber krass, der hat eine riesen Truma Klimaanlage drauf, der Kleine. Das heißt also, es darf ja nichts fehlen, unter anderem das Thema Klima. Große kleine Klimaanlage. Dann, guck mal hier, er hat doch die Heckküche. Lass dich überraschen. Das ist ja genial gelöst. Das heißt, der hat die Heckküche, der hat den neuen Dometic-Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Nee, das hat er bei den nicht. Man kann aber, glaube ich, den Anschlag kann man verändern, oder? Den Anschlag könntest du, glaube ich, rein theoretisch. Ich habe es noch nie gemacht, aber... Ich glaube, ja. Den kannst du verändern. AES-Kühlschrank mit drin. Dann, ich gehe mal gerade ein bisschen zurück. Hat der geniale Anleihen. Also ich glaube, das hier wird seine Abnehmer auch in Deutschland finden. Denn der hat nämlich eine große Sitzgruppe / Bett. Das heißt, hier könnten, ich sag mal... noch mit jemandem schlafen. Also auch zwei Personen noch. Wenn wir hier noch eine Erweiterung dran machen würden und würden noch Ausgleichspolster besorgen, dann könnten hinten zwei und hier zwei problemlos schlafen. So, die Klimaanlage mit drin, die ist gesetzt. Dann hast du ein großes Heckbad. Mach mal bitte auf. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Da ist ein Klappwaschbecken jetzt.
Mit drin? Ja. Haben wir Strom? Nee, ich habe ihn nicht angeschlossen. Das ist nicht momentan. So, ich zeig mal gerade. Das heißt, du hast einen großen Schrank hier oben drüber. Dann eine Kleiderstange, eine Belüftungseinheit. Du hast einen riesen Duschraum. Hier könnte man jetzt problemlos einen Porta-Potty einfach reinstellen, das große. Würdest du sogar auf jeden Fall Platz haben dafür, ja. Mit elektrischer Spülung. Wenn das Waschbecken oben ist. Also das geht. Dann hast du hier die Sitzgruppe. Das ist eine Dinette normalerweise. Du hast hinten ein Bett. Das geht komplett über die ganze Fahrzeugbreite. Das heißt, wir sprechen also hier bei einem 2-Meter-Bett. Ja. Ich finde den total schnuckelig. Ja, das ist gut. So, dann hast du oben hier, hast du und Schränke. Das hier ist beim Turiano, das ist das Serienpolster. Da gibt es keine Variation wie beim Weinsberg, dass du wählen kannst. Das ist Turiano mit dieser Kunst, dem Kunstleder. So, hier unten ist jetzt umgebaut. Heißt, also das ist schon jetzt für die Bettanwendung drin. Normal ist da jetzt ein Tisch mit drin. Das heißt, wenn ich einen sehr kompakten Wohnwagen haben möchte mit einer eigenen Dinette, mit hier ist alles drin. Also für zwei Personen. Was du brauchst. Vollkommen. Deswegen sage ich, wenn du sind dann schon hingegangen, dann kannst du hier noch eine Erweiterung drin machen. Dann klappst du das hoch und dann Ausweispolster rein und dann kannst du dicke mit zwei Personen hier liegen und kannst trotzdem noch dran vorbeigehen. So, hier vorne hast du einen Schuhschrank, hätte ich was gesagt. Ja, so sieht's mal aus. So sieht's ein bisschen aus. Obwohl, könnte man auch für Schuhe nutzen. Kannst du hier Schuhe, was du magst. Reinlegen. Haben immer eine Kante gegen rausfallen. Wobei vorne die Klappe wäre auch nochmal da. Und unten wahrscheinlich kannst du bis zum Boden durch. Ja. Also auf der Radkasten drin. So, Stromanschlüsse. Wo fängt es an bei dem hier? Der fängt an. Warte, ich habe doch die neuen Preise hier. Weißt du immer, da wissen wir direkt dann so festgenagelt wird. So um die 16 aufwärts. 16.000. Ab dem 390er kostet so um die 16 aufwärts. Und er hier, wo wir uns schon befinden, kostet um die 17. Um die 17. Da ist die schon drin, die Klima? Die 17, da kommt die Klimaanlage noch on top. On top. Die kostet ungefähr 2.000. Oh, die ist nicht gerade günstig. Das ist die kleine, dieser Venta. Also weil, wegen der Dachfläche, die klein, also von Droma. Und da liegen wir so um die 2.8 momentan. 2.8, okay. Aber das ist ja auch optional. Das heißt, wenn jemand sagt, brauche ich nicht, sondern ich brauche einen, ich sag mal, einen schicken. Muss er nicht erwerben, genau. Muss er nicht machen. So, dann machen. Also so ein Gewicht von einer Klimaanlage sollte man auch nochmal rechnen, so zwischen 20 und 30 Kilo, die ja an der Zuladung schon abgehen. Ja, große Kleiderschränke, das ist normal. Kann ich hinten eigentlich hoch machen? Was möchtest du hoch machen? Das Bett? Ja. Das hat auch so einen Federmechanismus? Ja, boah. Die Federung funktioniert. Die funktioniert. Warte, ich filme mal gerade rein, wenn du mal rauskommst. Ach, die haben hier die Beschwerung in dem Vorhang. Das war leider dazwischen geraten. So, dann tauschen wir. So, und da hast du denn den warmen Boiler für warmes Wasser ist mit drin, im 40-Liter-Tank. 40? 40. Gut. Dann auf der rechten Seite nochmal Stauraum. Kann man auch eine Serviceklappe kriegen, theoretisch, oder geht das gar nicht? Das müssten wir dann hier nachrüsten. Werkseitig geht's nicht. Aber würde gehen, könnt ihr nachrüsten. Müsste mal schauen. Ich weiß jetzt im Moment, gerade wenn ich hier sehe, dass der Schlauch vorbeiliegt, muss man gucken, wo man irgendwo variieren kann. So. Made in Germany, korrekt? In Ungarn. In Ungarn wird er gebaut. Mach mal bitte auf. Bitte. Aber bei einer Firma im Weinsberg-Konzern. Ja. Tabat. So, dann hast du hier einen riesen Kleiderschrank. Warte, ich zeig dich mal daneben, dass man mal sieht, wie groß der ist. Du kannst da fast reinklettern. Dann noch ein Schrank. Den könnte man auch für hängende Kleider machen, aber das bietet sich also wirklich an. Hier bietet sich im Endeffekt, würde ich jetzt auch sagen, für Sachen zum Zusammenlegen und Stapeln. Und hier hast du eine große Stange mit drin zum Hängen. Tempo 100 geht? Alle Fahrzeuge haben Tempo 100 mit Zulassung auf der Zulassung. Aber du musst dann halt dafür Sorge tragen, dass dein Auto ja schwerer ist wie dein Wohnwagen.
Und dann darfst du das dann auch als Fahrer bist du verantwortlich dafür. Okay, das heißt, du musst gucken, wenn einer das mal prüft, hatte ich denn abgestoppt. Aber ich krieg dafür jetzt einen Tempo 100 Aufkleber, würde ich kriegen. Könntest ein Tempo 100, es ist aber Zulassungsstellen unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Wir haben das tatsächlich festgestellt, dass eine Zulassung sagt, hier haben Sie das 100er Schild. Die andere sagt, gehen Sie sich ein 100er Schild kaufen, das reicht, dass das unten im Fahrzeugschein mit drin steht. Okay, das heißt, die brauchen einen Stempel dann hin drauf. Ist dann mit eingedruckt. Von der Zulassungsstelle einen Stempel drauf. Okay, so, ich zeig mal da vorne. Die Ablage hat es in sich. Die hat nämlich hier vorne einen 230 Volt Anschluss. Das ist total spannend. Da könnte man, ich sag mal, auch was aufladen. Tablet und Co. Genau, und sehr tiefe Schränke siehst du hier. Ja. Das ist noch neu. So, eine Abtrennung hat es auch. Die hast du eben schon gezeigt. Die hat eine Beschwerung drin. Von einem Vorhang. Sag mal, die Qualität der Verarbeitung, ist die, ich meine, ihr verkauft ja fast nur Tabat, ist die vergleichbar mit Tabat? Nein. Nein, ist etwas einfacher? Leichtbauweise. Leichtbau? Ja. Was heißt das? Merkst du an der Schränke, an der Handhabung, leicht. Okay, mach mal Material. Auto. Aber wenn ich jetzt ein Auto habe, was nicht so viel ziehen kann, eine tolle Geschichte. Das heißt, ich habe nicht überall... Aber jetzt nicht schlecht, sag mal, dass er auseinanderfällt oder irgendwas. Um Gottes Willen, nein, nein. Um Gottes Willen, nein, sagst du. Nein. Okay, weil da kommt ja so schnell das dann rüber. Aber die Leute, ich sag mal, die Wagen kaufen speziell für die Anwendung unter anderem Kinder, oder? Ja, dass die wirklich eine Rückzugsmöglichkeit irgendwas haben. Da ist speziell hier dieser 420 sehr beliebt, weil man viel halt umbauen kann und kann es auch nutzen. Sowohl der 495 jetzt wirklich auch von seiner Größe her. So. Den kann ich nur so bestellen, wie er jetzt hier ist. Ich sag mal, Umbaumaßnahmen müsstet ihr denn selber machen hier bei euch, oder? Wenn du noch irgendwas am Herzen liegen hättest, müsstest du uns ansprechen. Genau. Lieferzeit auch von dem? Auch im ungefähr ein Jahr. Also im Moment liegen wir überall durchschnittlich bei einem Jahr. Cool, wenn du unten mal aufmachst. Da und hier? Gut kalkuliert. Ja, ein vollwertiger Wohnwagen. Aber ich sehe jetzt da, ich sag mal, Die Klappen sind alle ordentlich, die gehen auf und zu. Das ist alles sauber verarbeitet, wie man das kennt. Es ist halt nur leichter gebaut. Es ist halt nicht jetzt hier Softclose oder irgendwo was. Ja. Gut, dafür stimmt der Preis auch, muss man sagen. Preis-Leistung passt. Ist der Preis inklusive Steuer gewesen, den eben hattest? Das war mit Steuer. Mit der Steuer, mit der deutschen Steuer. Ja, ich fahre mal, weil er oft nach Frankreich und andere Länder verkauft. Ja. Das sind ja andere Themen, genau. So, komm mit. Dann zeigen wir euch mal gerade das tolle Geschoss. Wir sind in Idar-Oberstein im Nahegebiet zusammen mit der Schmidt-Geschäftsführerin, AMC Schmidt-Geschäftsführerin Sabrina Fewinger. Turiano hat wie viele Modelle? Turiano, wie meinst du in die Modelle? Wie viele verschiedene? Es sind drei Grundrisse. Drei Grundrisse. So sagt die Länge ist immer gleich. Was heißt die Länge ist gleich? Fahrzeuglänge. Wenn du sagst, es sind drei verschiedene Grundrisse, sind das drei verschiedene Längen? Nein, sind auch drei verschiedene Längen. Drei verschiedene Längen. Ja. Das ist der kürzeste? Das hier ist der mittelste. Der mittelste. Es geht ja, noch kürzer. 93, genau. Hast du ihn hier? Habe ich leider nicht da. Wir haben hier 495 ja schon mal gedreht vor längerem. Wir haben jetzt den 420, aber leider habe ich keinen 93. Weil die Leute stehen total auf ganz kurze Wohnwagen. Ja. Aber dann sollen sie sich in dem Moment den 93er von Weinsberg, den haben wir schon mal gedreht. Den haben wir gedreht. Das war übrigens ein Renner, war das. Ja, die Leute haben den unglaublich gern. Der war, glaube ich, auch noch. Der POA. Der ist sehr, sehr gefragt und da kam auch wirklich gute Resonanz, ob wir den nicht auf dem Hof, die Leute wollen sich den gerne mal anschauen. Da kann ich nicht mit dienen. Und im Moment ist es wirklich so, wenn man was hat, ist es auch weg. So, das heißt, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich brauche kein Klo. Aber ich hatte ja 4-5 Jahre lang einen Porta-Potty, übrigens mit elektrischer Spülung. Leute wissen gar nicht, dass sowas gibt. Verhält sich wie eine Chemietoilette und lässt sich auch genauso entsorgen und so weiter. Der einzige Nachteil ist, du musst es halt über die Dusche rausheben. So, aber auch vom Volumen her und so weiter, das kann man problemlos nachrüsten. Machen das Leute schon mal? Das machen Leute, klar, machen das. Und wir haben ja auch verschiedene andersweitische Möglichkeiten. Wir haben ja zusammen schon mal den Einbau von unserer Verbrennertoilette, Cinderella schon mal. Trenntoiletten gibt es auch portabel. Gibt's jetzt. Also für jeden was dabei. Ich merke, so langsam wird dir kalt, oder? Es kommt jetzt die Sonne raus, wenn ihr das seht, so langsam. Aber wir haben jetzt wirklich schon ein bisschen hinter uns. Da ist
5 Grad weiß ich nicht. So, 17. Dezember, Auto Nummer 6, aber mal was ganz anderes, der Turiano. Ihr seid in Ida Oberstein, ihr habt eine Webseite. Man kann auch hier anrufen, wenn man Interesse hat. Sollte man vorher anrufen, wenn man einen Termin macht, weiter herkommt? Wenn man von weiter herkommt, ist es halt im Moment wirklich ratsam, bei uns anzurufen und einen Termin abzustimmen. Denn wir haben normalerweise, wenn du das mal zeigen möchtest, hier in der Mitte immer 30 Gebrauchtfahrzeuge stehen. Aber es geht wie die warmen Semmel rein, raus, weg. Deswegen anrufen, und auch von den Neufahrzeugen haben wir im Moment nicht wirklich viel da, damit wir euch irgendwas zeigen können. Ja. Ihr habt zwar hinten den Hof immer noch ein bisschen voll, aber ihr macht zurzeit zwischen 6 und 8 Fahrzeuge am Tag, die ausgeliefert werden. Das heißt, ein richtiges Durchschlagslager im Moment, oder? Im Moment sind wir ein Durchschlagslager. Alles möchte für die Weihnachten die rote Schleife dran machen. Ein Durchgangslager. Danke fürs Einschalten. Der Turiano, nochmal Name von dem? 6? Das ist der 420 Turiano. Der 420 Turiano. Danke fürs Einschalten. Tschüss.